daran zu erkennen, dass ich gerade angezogen bin, muss ich mich mal wieder mega beeilen, denn es geht heute nach Paris. Ich fliege zu einem Gaming-Event, was für den Sergeant Max-Kanal ist. Das wird dort alles stattfinden. Aber natürlich will ich die Reise auch mitnehmen und vor allem euch. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt zusammen die Reise nach Paris auf diesem Kanal. Und ich muss mich so dermaßen beeilen, denn ich muss in, glaube ich, 30 Minuten den Flug nehmen. Und ja, ihr kennt mich. Also, let's go. Nice, Max. Bahnt sich Schlimmes an. Jetzt habe ich mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Ich raste aus, ey. Ich habe zwar meinen Reisepass dabei, aber kein Geld, gar nichts, ey. Leute, es ist so dermaßen scheiße jetzt gerade. Ich versuche jetzt gerade irgendwie zu klären, weil nochmal nach Hause, das schaffe ich niemals. Ich versuche jetzt gerade irgendwas hier noch zu klären. Ungis Vater arbeitet hier um die Ecke, vielleicht kann der mir was pumpen. Scheiße. Ey, ich habe so ein Glück. Ungis Onkel hat mir jetzt ein bisschen Geld geliehen. Oh, fuck. Ja, Geld habe ich jetzt, Reisepass habe ich. Ich glaube, das reicht. Also los. Ganz gut aus, dass wir das noch hinkriegen. Jetzt schnell durch ein Check-in und dann ab ins Flugzeug. Okay, wir haben es geschafft. Ultra knapp. Jetzt nur noch zum Gate und dann ab ins Flugzeug und dann kann es auch sofort losgehen. Ich glaube, nach einer halben Stunde, wenn wir dann stehen, also nach dem Boarding, fliegen wir auch los. Also um 55 ist Boarding und um halb fliegen wir dann los. Ich hoffe, das passt alles pünktlich, damit ich Taros und so dann auch nicht verpasse, weil der könnte mich auch mit. Jetzt sind wir in Frankreich angekommen, hier am Airport Charles de Gaulle. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kann absolut kein Französisch. Wir müssen jetzt noch, ich glaube, eine halbe Stunde oder 14 Minuten mit dem Zug nach Paris fahren. Ich muss mich noch mal kurz erkunden wegen meinem Rückticket. Und ja, dann zeige ich euch gleich, wo das Ganze stattfinden wird. Das ist so verdammt kompliziert. Irgendwie konnte mein Rückticket jetzt, also ich checke mich immer schon ein, damit ich das nachher nicht machen muss, nicht gefunden werden. Jetzt muss ich noch mal zum Schalter, bevor ich überhaupt nach Paris fahren kann, damit das heute Abend alles erklärt ist. Alter, das ist so verwirrend. Mann, irgendwie klappt heute gar nichts, ey. Ich hoffe wenigstens, dass sie das jetzt da gleich klären können und ich dann irgendwie gleich schnell losfahren kann und auch pünktlich da ankommen, dass sie nicht ohne mich anfangen, denn ich habe schon mega Bock zu zocken da. Okay, ich glaube, es hat alles geklappt. Ich habe das Ticket jetzt gebucht, beziehungsweise mich eingecheckt. Das war einfach eine andere Airline und die haben im System irgendwie einen Fehler gehabt. Aber egal, auf jeden Fall klappt jetzt alles. Jetzt müssen wir zur Bahnstation und ich glaube 40 Minuten mit der Bahn fahren oder sowas. Das müssen wir jetzt noch finden, aber dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, pünktlich zu sein. Ich denke, wir haben noch ungefähr 40 Minuten Zeit, 50 Minuten, das wird passen, so ganz knapp. Wir sind jetzt hier in Paris. Ich habe keine Ahnung, wo genau. Wir müssen jetzt zu dem Ort erstmal, finde ich. Gehe jetzt erstmal zu Fuß, bin auf jeden Fall schon zu spät. Aber ich denke, das kann man verkraften. Ich wollte mir ein bisschen wenigstens was angucken. Deswegen werde ich jetzt zu Fuß dahin latschen. Das wird bestimmt ganz nice. Wettertechnisch nimmt sich das hier absolut gar nichts. Das ist genauso wie in Hamburg, nur dass der Wetter blau ist. Das sieht nice aus, aber es ist extrem kalt. Vor allem habe ich mich viel zu kalt angezogen. Mega nice, so wie immer. Ich werde jetzt mal versuchen, da reinzugehen. Ich habe extrem Hunger und mir ist kalt. Also, let's do it. Außerdem ist Taros da und ich freue mich extrem, ihn mal wieder zu sehen. Okay, ich bin irgendwie da, aber wo? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es finden. Wir werden es finden. Ich bin eh mal wieder zu spät. Das ist der. Okay, danke. Ich bin doch noch nicht so spät. Also, hier ist ein bisschen was los, aber Taros ist auf jeden Fall noch nicht da. Ich hoffe, der kommt jetzt auch gleich, dass ich ihn mal so ein bisschen knuddeln kann und drücken kann. Und dann ziehen wir uns gleich das Game rein. Es gibt noch so eine kleine Präsentation. Kleine Snacks noch, aber ich will mal ein bisschen was zu Gemüte von meinem Kaffee.
Ja, Leute, das Event ist jetzt vorbei. Wir haben wahnsinnig viel gezockt. Wie gesagt, das alles könnt ihr auf dem Sergeant Max Kanal sehen. Wir werden jetzt uns auf den Weg zurück machen. Es ist mal wieder ultra eng, denn es ist schon ein bisschen später geworden, oder beziehungsweise es ist später geworden, als wir dachten. Wir sammeln jetzt gerade alle zusammen, die zum Flughafen müssen. Und dann müssen wir den richtigen Zug finden, denn das ist hier alles nicht so ganz, nicht so ganz einfach. Und ihr kennt mich, ich bin immer so ein bisschen schwierig, was das angeht. Aber ich mache jetzt auf den Weg zurück nach Hause und freue mich dann endlich ins Bett, denn ich bin extrem müde.